So, schön, dass ihr reinschaut. Heute nicht ganz live, aber fast live. Mein Secret Santa hat mir noch ein zweites Paket geschickt, weil ich weiß, also er hat bestimmt irgendwie, ja, er wollte noch, dass ich ein Spiel aus Minnesota bekomme. Scheinbar ist er aus Minnesota. Und ja, total super. Krasser Secret Santa. Also erst gab es ja schon Wasteland Delivery Express. Das ist ja auch schon eigentlich für einen Secret Santa, oh, ich mache das hier gerade super professionell, ein super krass großes Geschenk. Also da schon mal vielen, vielen Dank. Ja, ich bin auch gerade etwas im Stress, deswegen jetzt auch kein Live-Video. Aber ich versuche das hier mal so galant wie möglich aufzumachen. Ich bin super gespannt, was da drin ist, weil von der Größe her ist das fast schon wieder sowas ähnliches wie Wasteland Delivery Express, aber das wäre ja schon fast der absolute Overflow. Ja. Ist auf jeden Fall well packed. und mit dem Cutter wäre das alles auch noch viel einfacher und besser. Aber ja, genau so verpackt, wenn man kein Zeug hat. Ich glaube, da habe ich mir letztes Mal deutlich besser angestellt. Aber wir sind natürlich alle, also vor allem ich natürlich, super gespannt, was da drin ist. Ich habe auch in der Tat es geschafft, heute die ersten Adventskalender Türchen zur Post, also Geschenke zur Post zu bringen. Das heißt, die dürfen auf jeden Fall noch vor Heiligabend da sein. Und schauen wir mal rein. Ja. Also nicht ganz so groß, aber immer noch the best Secret Hunter in the world vielleicht, also ganz sicher, aber oh, es ist eigentlich ja viel, also meine Tante würde jetzt sagen, meine Großtante, viel zu schön, um das auszupacken. Guck mal, wie schön das eingepackt ist. Das ist wirklich echt wie vom Profi. Da war bestimmt die Frau im Werke. Und dann gucken wir mal. Ja, ich habe schon ein kleiner Teaser. Und das ist, wow, Vast the Crystal Caverns. Wow, das ist der absolute Oberburner. Richtig geil. In dem Spiel kann man den Ritter spielen, der in das Dungeon geht. Man kann den Goblin spielen, der das Ding verteidigen muss gegen die Höhle. Man kann den Drachen spielen. Man kann die Höhle selbst spielen. Und man kann den Thief spielen. Total super. Vielen, vielen Dank. Ich muss das ja los. Ich gucke da später rein. Aber absolut beide Daumen nach oben.